Bro, sie ist einfach richtig in einem richtigen, sie ist in einem richtigen Struggle gerade mit sich selbst, ne? Er ist alles, was ich will. Er ist genau das. Ich habe ihn schon kennengelernt. Er ist alles, was ich will. Er ist so hübsch. Er ist genau das. Aber er ist halt leider nur 1,81. Also die Leute haben noch einen Schaden, oder? Digga, also dann wundern, warum man Single ist. Und dann wundern, warum man Single ist. Dann sich noch wundern. Ich habe gar nicht so hohe Ansprüche. Oh nee, kann ich mich... Nein, ich... Ach, nee, ich... Nein, oh mein Gott, nein, ich darf mich jetzt hier gar nicht hineinversetzen. Ich wäre stinksauer. Wäre schwer stinksauer. Chat, wie oft ich schon, jetzt sag ich's auch mal, wie oft ich schon geghostet wurde, ja? Wie oft ich schon geghostet, ich hab mich schon so oft mit Frauen gut verstanden, wie oft ich schon geghostet wurde, nachdem ich gesagt habe, dass ich nur 1,74 bin. Ich schwöre es bei Gott, es ist keine, ich denke mir das hier gerade nicht aus. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich schon in meinem Leben geghostet wurde, einfach so nicht mehr geschrieben, nachdem ich gesagt habe, wie groß ich bin. Stellt euch das mal vor! Ist das krank. Da krieg ich wieder so einen Hass. Ich glaube, das ist so toxisch, diese Online-Kennenlernen-Scheiß-Pisse ist so eine toxische Mist-Scheiße. Wirklich. Könnte ich kotzen. Dann sich wundern, warum dann immer nur Arschlöcher, warum sie immer nur mit Arschlöchern irgendwelche Beziehungen haben oder gar keine Beziehung erst haben. Ja, Mann. Fliegen irgendwelche Idioten irgendwo mal? Das sind zwei Idioten, glaube ich. So, der Standard-Skin, ja, der ist mir sofort aufgefallen, ja. Der ist mir sofort aufgefallen, der Standard-Skin hier. Yes. Oh nein, der landet aber bei anderen. Nein. Warum landest du bei anderen, Bruder? Der Feind nähert sich. Ja, das ist ein Idiot, Pedro. Niala. Alter. Ist das eine Botlobby oder was? Das Gas breitet sich aus. Es wieder. Oh mein Gott. Wachst halt nochmal, ja, wirklich. Und dann wundern, warum irgendwelche Leute so insecure, irgendwelche Männer so insecure sind, dass sie sich irgendwelche Knie brechen, um größer zu werden. Und sich dann langstrecken lassen, Digga. Es ist so, nee, dieses Thema auch nicht so sauer, ne? Also natürlich obvious, weil ich auch ein kleiner Mann bin, aber ich glaube, mich würde das Thema auch sauer machen, wenn ich groß wäre. Also natürlich nicht genauso, wie es mich jetzt sauer macht. Aber es ist, Digga, es ist halt so eine Frechheit wegen so einer Also von mir aus, ja, wenn sie jetzt irgendwie 10, 20 Zentimeter größer ist, ja, das ist natürlich weird. Also muss nicht mal unbedingt weird sein, aber dann gette ich das, ja, dann verstehe ich das. Aber irgendwie so, ja, du bist nur 4 Zentimeter größer als ich, das geht nicht, das kann nichts zwischen uns werden. Nee, da ist bei mir wirklich einfach nur absolutes Unverständnis. Naja, alles gut, aber danke schön. Da wäre ich wirklich verrückt. Und das Problem ist halt mit dem Online-Dating. Ich finde Online-Dating cool, ja. Das Grundgerüst von Online-Dating. Was ist das für ein LKW? Fährt nicht mehr. Cool. Grundprinzip von Online-Dating ist ja nice so, weil es ist einfach scheiße, auf der Straße irgendwelche Menschen anzusprechen. Ich habe es jetzt ja schon ein paar Mal gemacht, aber es ist trotzdem immer so, ja,
3-2. Es ist trotzdem immer, ja, eine Riesenüberwindung, ja. Und man kriegt einen Yala schon wieder. Kriegst natürlich oft auch mal Körbe und so weiter, die dann wehtun. Ja. Das Grundprinzip von Online-Dating ist nice, aber dieses... Also dieses 100% oberflächliche, dieses... Ja, man, auf irgendwelche, keine Ahnung, Gewicht achten, also auf irgendwelche Zahlen achten, die dich jetzt dazu entscheiden, oder die dich in deiner Entscheidung jetzt bestärken oder schwächen, ist ja schon sowieso, ne, wegen, also klar, auf Aussehen ist natürlich sowieso schon mal krass, aber bei Aussehen kann ich es verstehen, ja, man möchte einen Partner haben, der einem zu 100% gefällt, so, aber... So toxisch, Digga, auf so eine Scheiße zu achten, ne? Wahnsinn. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Markiere Feind. Mann. Digga, gleich springe ich wieder runter aus Versehen. Was? Wie zu wenig Luftraum. Loadout-Dings. Eine Loadout-SMG. Die Ram. Ram und Sniper. Nee, scheiß drauf. Auf zur Sicherheitszone. Steht 7-4 für mich, sehr schön. Oh, der Cockblock. Das ist einfach Quatsch. Sehr, sehr viele haben da eine ganz komische Doppelmoral auf jeden Fall. Weißt du was? Okay, le gars, bon. خریدم اون رو یه دیگه منو بخرم ESP 9 ich habe ein Auto? Hä? Ich sehe es aber nicht. Das verbuggt, glaube ich, das Auto hier. Die normale Striker ist definitiv besser. Scheiße. Nicht schön mit einem Sniper, ey. Ich hab kein Self-Revive. Mann, dieses Gesniper. Jetzt bin ich halt gefickt. Das ist jetzt die Definition. Bitte ist hier ein Self-Revive drin. Ja, das war's. Muss auf jeden Fall Self-Revive kaufen. Steht's 10-7 für mich.
feindlicher Trupp jagt dich. Bleib wachsam. Hier ist nochmal ein Zwölf. Jetzt muss ich mit Auto fahren auf jeden Fall. Moin Navy. L7. Das Gas kommt immer näher. Alle Truppenmitglieder sind in der Sicherheitszone. F8. F9. Eigentlich Seilzug nehmen. Das ist zu spät. Im Seilzug siehst du besser die Leute. F10, scheiße, ich hätte Seilzug nehmen sollen. Ich nehme ihn noch. Brauchen Seilzug. Zwölf, elf auf einmal. So schnell kann es gehen. Wenn man keine Gegner findet. Da ist einer. Nur einer leider. 13, 12 hin. Oh, Military werden aber viele Leute sein, denke ich. Da bin ich mir sogar relativ sicher. Habibi, danke schön für den Gifted Sub. Kuss, kuss, kuss. Moin, Luis. Oh, warte mal. Den kann ich lasern, maybe, ja? Komm näher. Komm mal. 13, 13. Boah. Und er ist tot. Komm schon, komm schon. Kein Self-Rive. Kriegt Self-Rive durch. Wow, Alter. GG. Der auf Ernst Self-Rive durch. Feinde kommen ins Einsatzgebiet. Er ausprangt, man fängt ihn nicht. Auch nicht gut. 15, 13. Was? Das Gas kommt. Der Feind verfolgt dich nicht mehr. Du hast ihn abgehängt. Alter, right, Sheet Break. Hallo, ja. Hey, this is Pusco, man. Patolo. Sicherheitszone. 16, 15. Das ist ein spannendes Match, Alter. GG. Eben noch viele Teams. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Hier war ich noch nie.
irgendwo Leute geschossen. Oh, da sniped einer. Ah, das ist dumm. Das ist dumm. Lösch diese Meter, wirklich bitte. Lösch diese Meter unbedingt. Ach, Safe Rave wird auch aufgestackt direkt. Krass. Das wusste ich gar nicht. Oha. Safe Rave wird auch sofort nachgestackt. Das wusste ich nicht. Na, beide halt Sniper. Nee, nee, ist anders. Ja, Prezi dann. Was, also. Was erhoffst du mit dem Prezi, dass sie 2 Meter weiter nach rechts gehen und dann dort weiter snipen? Das ändert leider an der Situation absolut gar nichts. Sie werden auf dem Berg bleiben. Oh, Gulag war noch. Der Gulag ist bis auf weiteres geschlossen. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Jetzt kommen halt langsam die Ekelteams, ne? Markiere Feind. Sollte dazu umbräuchen, Prezi, wenn ich ihn jetzt gleich finishen möchte. Feinde kommen in den Bereich. Den Himmel beobachten. Feindlicher Schuss. Kommt näher. Zielgebiet markiert. Der Schuss. In die Sicherheitszone. Hemigi, der Mann. Oh. 2017 für ihn. Er fliegt nicht mit dem Ding. Kein Team-Hype, geil. Das heißt, hier ist noch einer. Hey, alle am Snipen. Ich glaube, so schlimm waren das Sniper-Meter noch nie. Ehrlich gesagt. Das war knapp. Oh, das war knapp. ...2019 und alle sind da hinten. Uff, ist alles drin, Shit, ist alles drin. Ein Kill Unterschied. Kiwi fast tot, wurde gesniped. Digga, wo bin ich hier? Wart ihr schon mal hier, Chat? Das Gas kommt näher zur neuen Sicherheitszone. Besatzungsscan. Nur Sniper. Feindliche Überwachung aktiv. Hinlegen oder untertauchen, um nicht entdeckt zu werden. Besatzungsscan? Nein. Hä, er war 1 Meter neben mir. Warum war er da? Warum, Mann? Erledigt. GG. Ein Kill muss er noch machen. Für Unentschieden 2 für Win. Er hat den Kill nicht bekommen. Doch hat er. Scheiße. Jetzt gesniped werden. Komm. Jetzt gesniped werden. Komm. Snipe ihn. Ein Kill muss er machen. Ein Einzelner. Ein Zweiteam, ein Einzelner. Komm. Bitte. Ah, der campt mich halt weg. Ich hätte es gewonnen dann leider. Oh ja, guter Schuss. Nein, die anderen fighten den anderen. Nein. Ein Zweierteam noch. Ein Zweierteam. 1 gegen 2. Er darf keinen finishen. Beide wissen, wo er ist. Das sieht sehr gut aus. Das könnte unentschieden sein. Maybe. Mal gucken. Come on, Shit. Daumen drücken. Sniping.
Come on. Sniping, sniping. Sniping! Sniping! Schaden zählt nicht, ne. Komm, nein, nicht einzeln, nicht einzeln. Ja! GG, Alter. Hallo? Töt ihn bitte! Töt ihn bitte! Digga. Nur noch 5, das war ganz schön knapp. Oh. Gott. Replay. Replay. Na Gott. Spannendes Match, aber ich hätte, Mann, dass er da am Ende leider in dem Raum war, hat mich gefickt. Achtung, das Gas breitet sich aus. Zur Sicherheitszone gehen. Es soll schon One-Shot sein, sonst ist ja Snipen sinnlos. Oh, okay, hier sind sehr viele Sweater-Skins. Okay. Der zieht hier 6-mal seinen Fallschirm. Oh, hier. Na, der hat einen Sweater-Skin. Der hier. Der ist. Sieht mir aus wie jemand, bei dem ich landen kann. Bitte nicht aus der Luft geschossen werden. Ich hatte nicht mal Gulag gerade, ne? Ich glaube, wir haben beide keinen Gulag. Waren aber auch viele Sweater-Skins, muss echt aufpassen. Das Gas kommt immer näher. Echt aufpassen. Euer Trupp befindet sich in der Sicherheitszone. Nicht in den Hinterhalt kommen. Da landet einer. Spiel's ruhig runter. Ich bleib hier, ich hab eine gute Posi. Oh mein Gott. Er snipt nicht. Warum hat er jetzt schon einen Sniper? Wo ist der mit der Sniper? Der war hier irgendwo. Feinde kommen in den Bereich. Den Himmel beobachten. Löscht, ich schwöre, löscht es. Löscht diese Meter. Ich schwöre bei Gott, löscht diese Meter. Es darf niemals so sein. Nie im Leben darf das so sein. Es ist einfach, es ist random Gewürfel. Es ist einfach Gewürfel. Ich habe ein Foto. Nein. Es ist einfach sinnlos. Es ist sinnlos, gerade Warzone zu spielen. Es ist sinnlos, gerade Warzone zu spielen. Du kannst halt jederzeit immer One-Shot sterben und kannst halt nichts dagegen machen. Das ist halt Quatsch. Ganz, ganz großer Quatsch. Ganz, ganz großer Quatsch. So, ich hab ihn voll, Idioten. HDR auf Dächer, aber HDR war schwerer zu spielen als die Waffe gerade. Ich sage, es ist mit die einfachste Waffe, die es bisher gibt. Scheiße. Unterwegs. Wie gesagt, Two-Shot auf Buddy. Bullet Velocity, da, sodass du nicht drüber ziehen musst. Das ist. So skilllos war ein Sniper, glaube ich, noch nie. Das Gas weicht ab.
breitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Ich geh weg von denen. Ich glaube, die sind gut. Feinde kommen in den Bereich. Den Himmel beobachten. Wieder gekauft. Wann und wo? Einer snipet mich schon wieder. Mann. Ja, SPR war mein Headscan, das stimmt. Achtung, es sind noch Truppmitglieder außerhalb der Sicherheit. Das war nicht lange. Ein Truppmitglied ist im Gulag. Wenn es überlebt, steigt es wieder ein. Guter Spinner gewesen. Truppmitglied hat Freigabe zum Wiedereinstieg. 5-2. Wo ist er hin? Gut gespielt von mir, gut gespielt. Hier stirbt er gerade. Oh mein Gott, so One-Shot, no way. So One-Shot, schade. Oh, das wäre geil gewesen, schade. Auch wieder stark gespielt, muss man mir mal wieder lassen. Das Gas kommt näher zur neuen Sicherheitszone. Muss man mir mal wieder so eingestehen, dass ich das gut gespielt habe. Achtung, es kommt eine Geldlieferung. Nicht gut. Nee, ich geh da nicht hin. Ach, zu 4 Führung. Hier ist ein Einzelner. If you die now, there's no comeback. Nein. Digga, wenn ich von dem sterbe. Digga, wenn ich von dem sterbe. You're dead. No, not your mate. Let's go. Bringt euren Trupp in die Sicherheitszone. Let's go. Wir haben gewonnen gegen Kiwi. Es hängt von dir ab, Soldat. Weil deine fette Mutter ihn tötet.
Oh no 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 no. Süß. Einfach süß, einfach süß. GG Chat! GG! Stark! War mal ein geiles Match, hat wirklich Spaß gemacht.